meine Messung zu starten, muss oben links das Menü geöffnet werden. Und es empfiehlt sich häufig bei der Positionierung darauf zu achten, dass häufig die Beschleunigungssensoren im oberen Teil des Handys verbaut sind, da sie in der Nähe der Kamera sind, wo häufig auch über Bildstabilisierungsfunktionen der Sensor eingesetzt wird. Platziere das Gerät in der Nähe des Herzens. Ich lege es jetzt quer mit der Kamera auf die herzzugewandte Seite und starte eine Messung. Im Anschluss kann man sich das Signal mit den transformierten EKG anschauen. Man bekommt zusätzlich hier oben eine Auswertung, beispielsweise verschiedener Parameter in Bezug auf die Herzratenvariabilität, sowohl auch wie den niedrigsten Pulswert, den durchschnittlichen Pulswert und den höchsten Pulswert. Und man kann halt sehen, aufgrund der Positionierung haben wir jetzt hier ein sehr sauberes Signal. Ich werde jetzt nochmal eine Beispielmessung machen. Ich starte sie wieder hier oben. Wieder wähle ich die Positionierung der Kamera zu der herzzugewandten Seite. Man kann auch andere Positionen wählen, solange eben der Beschleunigungssensor sehr nah am Präkordium bzw. am Herzen ist. In Zukunft wird es dafür auch eine Nutzerinformation geben, um dem Nutzer eben einfacher dabei zu helfen, diese Position zu finden. Jetzt starte ich wieder die Messung. Ich werde dabei nicht reden, um eben keine Störsignale einzubringen. So, jetzt haben wir wieder das Ergebnis. Wir sehen eben die Transformation und unser dazugehöriges Seismokardiogramm. Und was ich auch nochmal zeigen möchte, ist eben für den Fall, dass jetzt das Gerät an einer nicht so geeigneten Stelle platziert wird. Ich mache dafür vielleicht nochmal eine Messung im Sitzen und packe jetzt bewusst mal den Sensor auf die herzabgewandte Seite, wo eben nicht mehr so viel Schwingung ankommt, und mache mal eine Startung. Starte mal eine Messung. Und man kann jetzt ganz klar sehen, dass sowohl das Beschleunigungssensorsignal als auch eben das Transformationsergebnis sehr stark schwanken, weil eben der Sensor nicht zu jeder Zeit eine gute Schwingung bekommt, ja, weil eben mehr Artefakte im Signal sind. Man sieht, es funktioniert immer noch, aber die Qualität leidet natürlich einfach mit der Varianz des eingehenden Signales.